Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Black Mirror. So, meine Lieben, ich habe mich jetzt, bevor ich hier diesen Part angefangen habe, hingesetzt und habe ein bisschen rumgekritzelt und versucht, dieses Rätsel zu lösen. Und ich hoffe einfach mal, dass das jetzt stimmt. Also, wenn ich das jetzt richtig gemacht habe, dann müsste das hier eine 3 sein. Nicht das, das hier. Das müsste eine 3 sein, wenn ich das richtig gemacht habe. Wenn nicht, dann ist es jetzt gleich falsch. Das müsste eine 6 sein. Geh mal so rum. Das müsste eine 6 sein. So. Dann dieses Zeichen ist sehr wahrscheinlich eine 1, hoffe ich. Und dieses Zeichen ist meiner Meinung nach eine 6. Huch. Oder auch nicht, oder? Wir nehmen halt die 8. 3, 6, 1, 8. Aber dann stimmt ja der Rest anscheinend. Mal sehen, was Vater vor seiner eigenen Familie verstecken wollte. Einen Schlüssel. Wofür magst du wohl sein? Meine Güte. Okay, ich bin jetzt sehr überrascht. Ich dachte nämlich tatsächlich, dass die letzte Zahl eine 6 ist. Aber gut. Ach, und hier geht auch die Schlange weiter, was ich ja rein zufällig richtig gemacht habe. Oh mein Gott. Okay, aber wieso 8? Das war ja jetzt eine 8, ne? 3, 6, 1, 8. Aber der Rest war richtig. Nur das mit der 8. Also das, wo... Nee, wartet mal. Hä? Ach nee, Moment. Dieses Zeichen ist das. Nee, da habe ich gedacht, das wäre eine 4, keine 8. 6. Oh, jetzt bin ich ganz durcheinander. Okay, da habe ich gedacht, das wäre eine 4. Weil es doch eine 2 ergeben sollte. Also wie kann denn jetzt der Rest stimmen? Ich weiß es nicht. Egal, ich habe es gelöst. Fragt mich nicht. Fragt mich einfach nicht. So, der Schlüssel ist bestimmt hierfür. Juhu, er passt. Macht sich an meinen Nachforschungen zu schaffen. Ich bin mir sicher. Ganz sicher. Ich kann sie hören, wie sie flüstern und kichern. Sie schleichen herein, während ich schlafe. Hier lauert Gefahr. Ich muss meine Notizen im Herrenzimmer wegschließen. Ich mache mich auf, um diesem Schrecken ein Ende zu bereiten, komme was wolle. David, wenn du dies liest, bin ich tot. Den Mächten, die hier ihr Unwesen treiben, erlegen. Es tut mir leid, dass du in diese Tragödie hineingezogen worden bist. Die Antworten, die du suchst, findest du in meinen Notizen im Herrenzimmer. Nutze sie. Pass auf dich auf. Ich hab dich lieb, Sohn. Ist das der Schlüssel, den Vater gemeint hat? Vermutlich. So einen Schlüssel habe ich noch nie gesehen. Mir scheint, Vater wollte, dass ich ihn geheim halte. Okay. Ach du meine Güte. Aber da weiß ich doch jetzt noch gar nicht, in welche Richtung ich das drehen soll. Das ist ja ein merkwürdiger Schlüssel. Naja, gut. Oh, hallo. Du hast mich erschreckt. Tut mir leid. Tut mir so leid. Das wollte ich nicht. Hey, warte.
Wo ist er hin? Wenn ich das nur wüsste, dann wäre ich schlauer. Aber wir haben ja jetzt erstmal hier den Schlüssel, oder? Können wir damit vielleicht in das Herrenzimmer? Wir sollen da ja rein. Also mal gucken. Entsperren. Schlüssel verwenden. Hm, er passt nicht. Ja, warum wohl nicht? Wahrscheinlich habe ich ihn falsch eingestellt. Der Generalschlüssel. Andersrum. Okay, Moment. Hab's gleich. So. Wie drehe ich mir den jetzt am dümmsten? So. Oh Gott. Aber einfach nur so drehen ist doch bestimmt auch falsch, oder? Hm. Moment. Nein, 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 nein. Wartet mal. Vielleicht passt er so. Hm, er passt nicht. Er passt immer noch nicht. Warum denn nicht? Wird er denn niemals passen? Aber das da kann ich nicht verändern, ne? Nee, das hier ist fest. Das kann ich nicht verändern. Höchstens, vielleicht muss das hier doch nach oben. Aha. Na, dann ist es irgendwie falsch rum, ne? Da meine ich das nur. Naja, versuchen wir es nochmal so. Hm. Passt immer noch nicht. Ah, was ist denn das für ein Schlüssel? Okay, mal gucken. So viele Möglichkeiten habe ich doch gar nicht. Ja, so ist er natürlich falsch rum, aber das kriege ich ja auch nicht geändert hier. So einen Schlüssel habe ich noch nie gesehen. Mir scheint, Vater wollte, dass ich ihn geheim halte. Hm. Aber so richtig abmachen oder so kann... Vielleicht fehlt hier auch noch ein Teil. Kann das auch sein? Wartet mal. Oder? Wartet, ich habe noch eine andere Idee. Oder? Wartet, wartet. Ach Mann, gib mir doch mal hier dieses Ding da. Das da, ja genau. Wenn ich das jetzt mal so mache, dass es vielleicht passt. Oh, dreh dich, Schlüssel, dreh dich doch mal. Hm. Nee. Wird nie passen. So vielleicht. Ich weiß es nicht. Hm, er passt immer noch nicht. Okay, wir suchen das Kind. Dann suchen wir halt jetzt das Kind. Es muss ja irgendwo hingerannt sein. Was? Schlüsselloch ansehen. Oh. Ach so. Ja, okay. Das nützt mir ja noch nichts. Das habe ich ja gerade eben schon gemacht. Ich dachte, es würde mir ein bisschen mehr Informationen geben oder sowas. Aber nö. Naja, ist ja nicht so schlimm, ne? So, dann gehe ich jetzt mal das Kind suchen. Ich meine, wo könnte es denn hingerannt sein? Ich selbst kann nicht laufen, ne?
Das ist sehr schade. Habe ich eigentlich schon alle Fotoschnipsel zusammen? Könnt ihr eigentlich auch mal gucken, ne? Die müssten ja hier eigentlich irgendwo sein, oder? Messer, Streichholz. Menü? Nee. Inventar? Tagebuch? Nee. Finden Sie das Schloss, das zum Schlüssel passt. Okay. Ich suche das Schloss, das zum Schlüssel passt. Vielleicht passt ja wirklich das Schlüssel nicht, das Schloss nicht zum Schlüssel. Aber ich dachte, es wäre ein Generalschlüssel. Aber vielleicht ist es ja auch ein Generalschlüssel für eine andere Tür. Vielleicht für den Dachboden? Kommen wir jetzt auf den Dachboden? Öffnen. Es hat anscheinend kein Schloss. Moment, wir wollen da lang. Okay, jetzt ist die Frage, wo ist der Junge hingegangen? Ich denke mal, den muss ich jetzt erstmal finden. Nehme ich mal an. Ich denke es wirklich. Aber der kann doch gar nicht so weit weg sein. Oder doch? Nein, dreh dich da lang. Sehr schön. Da hinten ist nur mein Zimmer. Jetzt bin ich wieder hier an der Tür. Was mir ja im Moment noch nicht so viel bringt. Ach, halt, hier müssen wir lang. So. Wo ist er hin? Wenn wir das nur wüssten. Ich muss doch jetzt nicht wirklich das ganze Schloss nach dem Kind absuchen, oder? Oder doch? Naja, so groß ist das Schloss ja auch gar nicht, ne? Hier war, glaube ich, nur die alte Lady. Aber keine Tür. Nein, wir wollen da lang. Und da lang. Und durch die Tür. Die Steuerung ist so schwierig. Ich weiß auch nicht, warum ich mich so schwer tue mit der Steuerung. Ach so, hier ist ja gar keine Tür. Dann gehen wir mal hier weiter. Jetzt bin ich aber, glaube ich, gleich im Ritterzimmer, ne? Wo war denn nochmal die Küche? Hier ist das Esszimmer. Ich möchte nochmal zur Küche, weil bei der Küche war ja auch noch ein... ein Raum, glaube ich. Oder? Ich glaube schon. Jetzt bin ich wieder hier. Oh, hier kann ich noch was untersuchen. Es muss schwierig sein, hier alles sauber zu halten. Ja. Wie gut, dass wir das noch herausgefunden haben. Das sind wichtige Informationen. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir wollen da lang. Dankeschön. Ein Stückchen nach oben. Und weiter hier lang. Und... Ach nee, die Tür bleibt zu. Okay. Na gut, unter den Umständen gehe ich halt hier lang. Also das ist wirklich so das Schwierige an dieser Steuerung, weil wenn sich die Kamera dreht, dann ist auch die Steuerung sofort anders. Da muss ich halt in eine andere Richtung drücken. So, jetzt bin ich hier wieder in der Haupthalle. Aber wo zum Kuckuck war denn jetzt nochmal die Küche? Die hatten wir irgendwo gefunden, ne? Irgendwo hatten wir die Küche gefunden, aber ich habe keine Ahnung mehr wo. Ich glaube hier, oder? War das nicht hier? Das könnte doch hier gewesen sein. Ich meine, ich weiß doch nicht, wo sich der Junge jetzt versteckt hält. Da ist auf jeden Fall nichts. Es sieht so aus, als ob da irgendwas drin liegen würde. Aber anscheinend nicht. So, hier haben wir auch nichts. Was ist hier mit der Tür?
kann ich auch nichts machen. Der Und? Keller kann bis morgen warten. Ach ja, in den Keller wollen wir ja nicht. Schade. Schade, da steht mir ein Stuhl im Weg. Schade, schade. Ach, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich den Jungen suchen muss, oder? Ich weiß es nicht. Was sagt denn meine Aufgabe? Finden Sie das Schloss, das zum Schlüssel passt? Ja, wahrscheinlich ist es doch das Schloss von dem Herrenzimmer da. Und ich bin einfach nur zu doof, den Schlüssel zu benutzen. Das wird's sein. Boah. Dann gehe ich da jetzt nochmal hoch. Ich schätze mal, das muss das sein, weil wir haben den ja aus dem Schreibtisch und darum geht es ja eigentlich die ganze Zeit, dass wir hier in dieses Herrenzimmer reinkommen wollen. Also muss das doch hier funktionieren mit dem Schlüssel. So, mal gucken. Generalschlüssel. Es ist ein Generalschlüssel, verdammte Axt. So könnte der doch eigentlich schon passen, oder nicht? Aber er sagt die ganze Zeit, es passt nicht. Er passt nicht. Kann ich den nicht so irgendwie verwenden? Nee, ne? Und das da? Das kann ich nicht untersuchen. Aber so passt es auf gar keinen Fall. Es kann ja nur entweder oben oder unten sein halt, ne? Aber dieses Ding da, das irritiert mich halt. Dadurch kann das ja auch gar nicht passen. Sesam, öffne dich. Jawohl! Mein Gott, was ein Schlüssel. Oh Gott, ich glaube, ich würde komplett hilflos sein, wenn ich meinen Schlüssel immer erst zusammenbasteln müsste anhand des Schlosses. Hier hat jemand etwas gesucht. Entweder hatte er keine Zeit aufzuräumen, oder es war ihm einfach egal. Interessant. Meine Güte, meine Lieben. Wirklich, ich würde wahrscheinlich... Mein Vater wollte, dass nur ich den Schlüssel finde. Dann bedeutet das, dass seit seinem Tod niemand dieses Zimmer betreten konnte. Aber wer hat dann hier alles durchsucht? Wahrscheinlich sein Vater selbst, Das kann natürlich sein. So, und ich wollte gerade eben noch sagen, dass ich wirklich total verloren wäre, hoffnungslos verloren. Wenn ich mir hier den Schlüssel immer erst zurechtbasteln müsste. Untersuchen. Mythen und Legenden der Highlands. Aus der Bibliothek nehme ich an. Okidoki. So, was haben wir denn hier am Schreibtisch? Direkt mal untersuchen. So, dann wollen wir doch mal schauen. Was haben wir denn was hier? Was für ein Durcheinander. Briefe über die alltägliche Verwaltung des Anwesens. Sie könnten hilfreich sein, sollte ich beschließen, hier zu leben. Das muss Edwards Handschrift sein. Die Hälfte von dem zahlen, was er will. An die Anwälte weitergeben. Charmant. Und der hier... Ihr Geld wird sie nicht ewig beschützen. Der Henker wird sie irgendwann holen. Ein Fluch auf sie und ihre Familie. Es scheint, er war so beliebt, wie er freundlich war. Okay.
Was haben wir denn hier noch? Vater hätte seine Papiere nicht an einem so offensichtlichen Ort wie einer Schublade versteckt. Wer auch immer das war, er hat das Zimmer durchsucht, nachdem er in den Schreibtisch geschaut hat. Vielleicht hat die Person nicht gefunden, was sie gesucht hat. Aber wir haben es gefunden. Eine Art Geheimfach. Juhu. Was haben wir denn hier? Vaters Handschrift. Die Kapelle, die Familienchroniken. Vielleicht finde ich dort Antworten. Oh, was ist das? Sieht aus wie eine Notiz über die Chiffre im Regal. Erstmal mitnehmen. Ortsansässiges Mädchen vermisst. Das Verschwinden der ortsansässigen Cora McKay, 17 Jahre alt, sorgt für Besorgnis. Der Polizei zufolge wurde sie zuletzt vor 2 Tagen an ihrer Arbeitsstätte, dem Three Cakes Inn, gesehen. 3 Menschen sind in den letzten Monaten, alle unter verschiedenen Umständen, verschwunden. Cora wird als circa 1,50 Meter groß, mit grauen Augen und langem schwarzen Haar beschrieben. Wer etwas zu ihr zu berichten weiß, möge umgehend die Gendarmerie informieren. Alles klar. Jetzt könnte ich das nochmal lesen, möchte ich aber nicht. Aber warum sollte ich das nochmal lesen? Okay, jetzt kann ich es nicht nochmal lesen. Dann schauen wir uns jetzt mal noch weiter um. Hier scheint nichts mehr zu sein. Hier ist noch was. Nur Krimskrams. Okay. Was haben wir denn hier noch? Da haben wir nichts. Hier. Bis auf das Siegel ist alles da. Okay, das Siegel fehlt. Und was haben wir hier? Ich bitte Sie, es sich zu überlegen, Sir Edward. Meine Familie lebt seit vielen Generationen auf diesem Land und unser Heim verlassen zu müssen, wäre unser Untergang. Alice, meine Frau, die Sie kennengelernt haben, ist außer sich vor Trauer. Wir können nirgends hin. Ich flehe Sie an, in Ihr Herz zu schauen und uns zu erlauben, zu bleiben. Die Zeichen sind da. Leugnet sie auf eigene Gefahr. Das uralte Böse, das in diesem Land lebt, hat die Steine der Schlossmauern durchdrungen. Und wenn sie nicht aufpassen, wird es ihre Familie infizieren. Wow, okay. Harter Tobak hier. Auf jeden Fall. Zum Ende des Monats rauswerfen. Oh, okay. Eiskalt. Und was hat er zu ihr gesagt? Den Constable kontaktieren. Er soll die Hexe einsperren, damit sie uns nicht noch einmal belästigt. Alles klar. Da wird hart durchgegriffen, auf jeden Fall. So, meine Lieben, ich werde allerdings an dieser Stelle jetzt erst einmal, denke ich, einen Cut machen. Wir sehen uns dann in einem neuen Part bald wieder. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi!